Hi und herzlich willkommen zu Let's Play Fiesta mit mir, Mariandos, der Jenny und dem Erik. Hi. Hi. Monique ist heute wieder nicht dabei. Ist aber nicht so schlimm. Ihr kennt's ja, wir kloppen das immer offscreen nach. Wir haben jetzt hier eine kleine Quest und zwar Fuchs und Geisterschleim erstmal und dann werden wir später zu dann in den DD1 gehen, düsteren Durchgang 1. Würde ich sagen, wir kloppen direkt los. Dass wir da bisschen was an Zeitgut haben. Oh, ich habe vergessen, ist hier einzustellen. Na, dann mache ich jetzt danach. Mir geht angreifen, ziehen nicht in Reichweite. Durch die Nerven. Das ist doch schon. Den, ja, das ist ja easy. Ach so, easy. Das ist ja eigentlich mein, ne? Ach ja. Ja, ist kein Problem. Weil plus vorgestern, wo es ausgefallen ist. Wir machen jetzt so lange die Monique. Wir Hände, also ich habe jetzt gerade eben habe ich beschlossen, dass wir wenn wir nicht alle zusammenspielen, immer nur 15 Minuten Folgen machen. Wenn wir dann wieder immer zu 14, dann sind es 20 bis 25 Minuten. Habe ich jetzt gerade so entschlossen, ohne euch zu fragen. Ja, das macht ja nichts. Ne? Macht nichts, kann schon machen. Der Chef wirst. Ach, guck auf Gildenleiter. Ja, eigentlich müsste man ja eine eigene Gilde aufmachen und mich als Gildenmeister reinnehmen, ne? Mhm. So vom Prinzip her. Schreibt's mal in die Kommentare, soll ich eine eigene Gilde aufmachen und wenn ja, wie soll die Gilde heißen? Macht mal ein paar Vorschläge, würde mich mal interessieren. Die Let's Player. Kommt in die engere Auswahl. Gott sagen, so oder verkehrt die ist das oder mein Kanalnamen. Also mein Kanal. Meine Kanaladresse. Noch besser. Ja, schreibt's auf jeden Fall. Schaut's die andere Richtung. Hab's gerade gemerkt. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon hält. Sollen wir das machen, eine eigene Gilde? Und dann sind natürlich auch wohlgemerkt alle dazu eingeladen, unserer Gilde beizutreten. Also, ne, dass wir uns da richtig verstehen. Jeder Zuschauer, der das spielt, ne, jeder Abonnent, der das spielt, ist auch herzlichst willkommen, dann in die Gilde einzutreten. Oder in die Akademie. Oder in die AK, ja. Obwohl wir nicht genug Geld haben, um die AK zu finanzieren, mal davon abgesehen. Ich habe eben gedacht, ich habe intakter Knochen gelesen. Mhm. War aber kaputter Knochen. Mhm. Mein Herz. Ey, das wäre wirklich mal eine interessante Sache. Ich hätte da schon Bock drauf. Vor allen Dingen kann man dann auch mal so ein Gildentreffen machen. Das sind dann alle Abonnenten sind dann da, weißt du. Das ist bestimmt was ganz Cooles. Ja, glaube ich auch. Und wir arbeiten uns dann hoch zur mächtigsten Gilde auf dem Server. Mhm. Und dann schubsen wir die anderen Gilden rum. Nee, natürlich nicht. Wir sind eine sehr liebe Gilde dann. Machen keine Gildenkriege. Wieso nicht? Macht's ja keinen Spaß. Wolltest du Gildenkriege machen? Ja, Turniere zumindest würde ich gerne machen. Okay, mir willst du nämlich nichts ausmachen. Liebe Gilde machen ja meistens keine Kriege. Ja, weil du stehst ja sowieso bloß in der Gegend rum und brauchst Ewigkeiten, bis du was machen kannst. Bis dein PC geladen hat, ist der Kampf schon rum. Ja. Okay, außer ich kaufe mir natürlich den neue, ne, für 300 Euro. Ja, wäre dann mal Zeit. Oh, was ist das? Oh, die habe ich noch nicht. Die Ruinenwache. Stück ist voll übertrieben. Aber die sind noch akzeptabel, wenn ich mir überlege, wenn die in noch richtig großen Wehrbergen kommen, ne? Das geht doch noch. Ja. Oh, guck Panzer. Mal da. Den nehmen wir auch gleich mit für die Monique. Aha. Komisch, immer wenn sie dabei ist. Gibt nichts für sie, ne? Nix und allein so viel. Jedes Mal, also ich habe jetzt schon fast eine komplette Rüstung für Steven mit Level 40. Genau, ich hab komplett die Plore sie. 40 ja Schuhe für sie. Ich habe 40 ja Hammer habe ich für sie. Und ich habe jetzt ein 40 ja Oberteil, ne? Ja gut, 38, ich runde das jetzt halt immer auf, ne? 40. Aber, ne? Ich habe immer noch ein 20er Oberteil, immer noch mein 20er Hoss. Ich habe auch noch meine 20er Hose an. Also vom Malone, ne? Vom Malone-König. Ja, meine Eishose, diese Blue. Schäme ich ja schon fast dafür, aber.
Sieht man ja eh nicht. Die war bis jetzt besser als alles, was ich bekommen habe, ne? Man sieht's ja eh nicht. Richtig. Mhm. Ich habe ja eh immer Anzug an. Zeig mal, zieh schon mal aus. Ich sehe voll bescheuert aus. Das ist voll komisch. Voll die Noob-Rüstung. Ich hab das irgendwie gerade ein bisschen falsch verstanden. Von meinem Kopf verstecken. Was bringt der Hut eigentlich? Ich hab gerade so ein bisschen was falsch verstanden, Pit, ne? Okay. Hm, was dann? Sieh dich aus. Ja, hab ich ja gesagt. Ja. Ja. Ich sitz hier gerade nackig vom PC. Was glaubst dann du? Hallo? Eier lüften und sowas. Wisst Bescheid, muss sein. Kennst du das, wenn du so einen Lederstuhl hast und sitzt so nackig drauf? Da kleben die Eier immer so am Leder, wenn du eine Zeit lang sitzt. Das fühlt sich komisch an. Ja. Kenn ich das alles. Ist bei euch Frauen auch so. Die Schnecke klebt danach irgendwann fest. Das zieht sich dann Vakuum. Du kennst dich aber aus, her. Ja, natürlich. Hat Erfahrung. Ich hab ja genug versaute Filme, weißt du? Wollte gerade sagen, hast schon Erfahrung. Ja, meine Schnecke ist noch nicht festgeklebt, ne? Guck mal, wir müssen hier aufpassen. Ich glaube zu wissen, die Wehrbären, die geben auch intakte Knochen. Glaube ich auch. Soweit also, ich habe bis jetzt, glaube ich, bloß kaputt gehabt. Ja, aber die geben auch, wenn es. Also ganz selten geben die auch mal intakte Knochen. Sind eh klar fertig. Oh, stimmt, das geht schnell. Aber die spawnen auch recht schnell. Haben wir ja in der vorletzten Folge ja schon festgestellt. Oder zumindest mal drüber erzählt. Nee, haben wir gezeigt. Oder gezeigt, ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Ich habe auch schon wieder 40%. Ist mich am Arsch. Juhu, ich habe 15. Juhu. Mit einmal Zeit. Ja. Achso, wir sind im Übrigen alle Level 37, ne? Wie gesagt, wir kloppen es ja auf Screen, kloppen wir es ja nach. Wie viel Berger brauchen wir noch? Also, ich muss sagen, so, also ich brauche noch jetzt bei noch eins. Eins. So, diese Online-Games, wenn man das zu mehr als eine Person spielt, ist das echt problematisch, weil es kann nicht immer jeder am selben Tag, dann hat jeder unterschiedliche Erfahrungspunkte bekommen, dann ist das und jenes. Und man ist wirklich abhängig von dem anderen, ist schon schwierig, muss ich sagen. Da ist Minecraft ist da schon einfacher zu spielen. Oder wenn man alleine aufnimmt. Ecke, geh auf dein Pferdchen. Das Pferdchen auf mein Schiffchen. Jetzt gehen wir mal in eine ganz neue Gegend rein. Da waren wir in dem Let's Play noch gar nicht. Achso. Okay, mir ist gerade ein Name wäre mit Ingfall. Von der ganze Orts. Ja, das sind inzwischen Zeit, sind das schon verdammt viele Wochen, ne? Ja. Ja, genau. Ich hab nochmal geguckt, das Ding heißt Teufelsmine. Hä? Der Riesenport da. Ja, da kommen wir ja erst mit Level 40 rein. Ja. Das könnten wird auch wir was, was wir auf jeden Fall noch machen. Genau. Zu welcher Folge machen wir das? Obwohl ich das dann wahrscheinlich im Zeitraffer machen werde. Weil... Eki, du erinnerst dich? Mhm. Oder Schatzi? Mhm. Mir hat immer Spaß gemacht zu kämpfen. Natürlich, das ist ein super cooles Dungeon, finde ich. Tolle Idee, gut gemacht. Wäre ich runter. Juhu! Was? Die Brücke ist kaputt gegangen. Aber, ja, die Gegner sind eigentlich nicht schwer, die ziehen ja so gut wie nichts ab. Die ziehen ja bloß zwischen 10 und 20 HP ab. Das Problem ist die Verteidigung von den Gegnern oder die HP, die sie haben dann am Schluss, weißt? Das ist viel. Da schlägst du für die Bossgegner, schlägst du schon mal eine halbe Stunde, ne? Und es gibt wohlgemerkt zwei, ne? Das heißt, du brauchst alleine eine Stunde für einmal das Dungeon durchzumachen. Und aber da es hast lohnt du noch sich nicht die Mobs zwischendrin gekillt, ne? Die ja auch noch da sind. Aber das sehen wir ja noch nicht. Also,
Unsere neue Karte heißt Grab im Rebstock. Ach, ich hab das total überspielt, ne? Es genau. Tut mir voll leid. Also, wir sind jetzt hier im Grab im Rebstock, ne? Müssen jetzt die Geister machen, 30 Stück. Und dann dazu Rebstock. Rebstock. Und das ist der Vorgänger von einer WDH. Wiederholbaren Quest. Danke. Ich habe das extra so gesagt, weil ich gedacht habe, du verbesserst mich ja eh wieder. Ne? Und da müssen wir auch überlegen, ob man die. Ich glaube, die werden wir dann auch bloß einmal machen, die WTH, und dann offscreen halt die ganze Zeit, bis wir zum Level abkommen oder sowas und andere Quests haben. Weil das ist so eine Quest, die musst du dann wirklich so 10, 15 Mal hintereinander machen. Und irgendwann macht's aber auch Spaß. Ja, natürlich, aber es ist nicht halt für, doch. Nicht für die Zuschauer. Nicht für die Zuschauer, wenn sie die ganze Zeit sehen, wie wir die, wie wir die Geister machen. Mit mir schon auf den Keks. Ja. Mir gefällt ja, die fahrende Karre. Wenn jetzt allerdings Kommentare kommen würden, die sagen, nee, ist okay, mach das ruhig, das macht uns nichts aus. Da könnt ihr ja ein bisschen was quatschen oder sowas, dann ist das natürlich was anderes. Dann kann man immer noch sagen, ja okay, ja. Gut, mach mal halt was da. Die waren eben voll gegen meinen Dings immun. Ja, hat die gar nicht interessiert. Das passiert, ja. Diese Hops gehen mir auf die Nerven. Jetzt müssen wir Hops machen, ohne dass wir die Quest haben. Wieso haben wir eigentlich die Quest noch nicht? Das ist doch immer erst einmal Geister und dann beim nächsten Mal. Sicher? Hm. Okay. Wer ist es nämlich? Ich bin schon zu hoch. Keine Ahnung. Genau. Nein, dann wollen die hoch. Brauchen wir doch gar nicht. Bringen aber XP. Dass wir noch schneller vorauskommen. Noch mehr. Ich muss ja irgendwie rankommen. Ja, aber wir ja, mit. Wenn wir natürlich auch Erfahrungspunkte bekommen, bringt dir dieses ganze Leveln auch nichts, ne? Mein ja bloß. Ich glaube, wenn ich gehe, gehe ich. Was? Wenn er geht, hat er gesagt, dann geht er. Ja, das habe ich auch so verstanden. Ja, ne? Wenn ich gehe, dann gehe ich, hat er gesagt. Ja. Ne, was hast du gesagt, Ecke? Ich kann. Oh Mann. Ich habe wieder Probleme. Ich habe wieder Probleme. Nee. Du machst mich fertig, Ecke, ganz ehrlich. Also, hier hat er wieder Probleme. Die Map scheint zu groß zu sein für den. Ah, wie soll das noch weitergehen? So, oh, da ist nochmal. Guck mal, hier ist ein Kurzschwert des zornigen Windes. Für den Krieger. Mhm. Kreuz. Ach, Kreuzschwert, Entschuldigung. Ecke, willst du das mal auch gucken? Ich hab's nicht, ich hab Probleme. Hier. Verdammt, ich wollte dich testen. Ich bin ganz vorne bei der Blume. Ich hab Standbild vor mir. Warte mal, ich glaube, ich muss dem Ecki helfen. Der wird nämlich gerade von einem Geist misshandelt. Hast du zu viel Zeit auf dem PC installiert, dass das nicht funktioniert? Nee. Verstehe ich nicht, warum dein PC so schlecht ist in letzter Zeit. Keine Ahnung. Selbst keine Ahnung. Zählt's wenigstens weiter bei dir? Nee. Standbild, ich bin immer noch da, als ob. Ja, Marianne, was neben mir steht. Dann bist du wahrscheinlich geflogen. Ich hoffe, du kriegst wenigstens die Geister gezählt, wo wir hier. Auf jeden Fall müsste ich die eigentlich selbst bekommen. Hab ich doch eben gesagt. Echt? Ich hab das voll überspielt, ich hab das nicht gehört.
Du hörst mir nie zu. Du bist einfach so leise. Aber das ist egal. Die Folge wäre sowieso jetzt nur noch 50 Sekunden gegangen. Dann können wir jetzt das hier auch abmoderieren. Okay. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss.